Hi Leute, guten Morgen. Es ist eine der, jetzt ohne zu dramatisch klingen zu wollen, wichtigsten Wochen wirklich in unserem Leben, eigentlich im Leben meines Mannes, aber da sein Leben natürlich auch mich sehr stark betrifft, kann man, glaube ich, sagen, unseres Lebens. Henrik hat diese Woche seine Disputation. Das bedeutet, die letzte Prüfung, bevor ihm dann hoffentlich der Doktortitel verliehen Also wird. Verteidigung der Ergebnisse der Arbeit ist das sozusagen. Das klingt so unglaublich irgendwie, finde Ja. ich. Ja. Wenn man das so oft gehört hat und das ist halt so was Normales, da ja, in der Fakultät, da irgendwie hinterfrage ich das gar nicht, dass ich das machen soll. Für mich bist und bleibst du auch der Stinker. Dann ist sehr gut. Doktor Stinker. Doktor Stinker. Das ist halt krass, ey. Du saßt seit 2013, ne? Sitzt du Ja, da dran? 2013 ist der Antrag zur Annahme gestellt worden und dann wurden halt da die ersten Weichen gestellt, meistens bürokratische Natur, Ethikvotum und so weiter und so fort. Und dann fing die Bearbeitung an und dann das Schreiben und dann habe ich zugegeben eine Pause gemacht und so weiter und dann, boah, also. Ein langer Prozess. Da haben wir noch im Studentenwohnheim auf unseren 16 Ja. Quadratmetern gewohnt. Ja. Ja, es ist halt krass, nur weil das nochmal zeigt, wie viel Zeit eigentlich vergangen ist. So viel Zeit ist es dann auch nicht. 7 Jahre, ich weiß nicht. Gut, ne? Auf jeden Fall, die Hälfte der Zeit, die ich dich kenne, hast du an dieser Arbeit gesessen. Zwar jetzt natürlich nicht jeden Tag, immer ständig, hast du ja selbst gesagt, da waren Pausen dazwischen, aber es war schon immer so dieses Projekt. Ich meine, so Studien brauchen ja auch manche zumindest Zeit. Ja, und dann solltest du das eigentlich schon vor einem Jahr gehabt haben, ne? Aber dann hat das mit dem Antrag so lang gehangen, dann kam Corona, Ja. dann wurde erstmal alles auf Eis gelegt und jetzt ist es aber soweit. Jetzt ist es soweit. Ja, also spannende, spannende Woche bei uns. Ihr glaubt gar nicht, wie oft er sich diese Woche beschwert hat über das Lernen. Ja, was heißt beschwert, ne? Also, es war tatsächlich mal für die Abwechslung ganz nett, aber es bringt einen so sehr zurück. Kennt ihr das, wenn ihr glaubt, ihr habt was überwunden, aber dann schmeißt euch das irgendwie so emotional zurück und ihr habt das Gefühl, ihr wärt wieder in der Schule und irgendein Lehrer sagt euch gleich, ihr habt in der Klausur aber Mist gebaut, weil. Wir haben auf jeden Fall beide Sport gemacht Ja. heute Morgen. Ja. Jetzt gibt es Haferbrei. Du hast Pech, ich habe dir Apfel reingemacht. Nein, aber gekochter Apfel ist okay. Gekochter Apfel. Ich mag nur den rohen Apfel nicht so gerne da drin. An apple a day keeps the doctor away. Aber hoffentlich heute nicht. Da brauche ich gerade einen Doktor. So, jetzt. Henrik ist eigentlich der ist draußen, also der hört das jetzt nicht. Ich habe eine richtig coole Überraschung für ihn. Und zwar werden wir nach seiner Disputation ein 5-Gänge-Candlelight-Dinner haben. Und ich dachte mir, da das dann abends ist und wir bestimmt auch anstoßen wollen und so, buche ich uns auch eine Nacht in einem sehr schönen Hotel. Wir waren da auch schon einmal und das war so wundervoll. Wir werden dann Champagner auf dem Zimmer haben und Rosenblätter und so und am nächsten Tag Massagen und ja, Frühstück im Zimmer wegen Corona. Und was aber auch ganz cool sich ergeben hat, wir dürfen den Spa-Bereich alleine nutzen und auch den Fitnessbereich, weil die im Hotel das jetzt so aufteilen, halt wegen der aktuellen Lage, dass immer nur ein Haushalt gleichzeitig dahin darf. Und yay! Also, es ist. Ich glaube, Romance Package nennt das Hotel das, was ich gebucht habe. Das wird bestimmt richtig schön, denke ich, zum Feiern. Um die Katzen sorgt sich dann die Freundin von meinem Papa. Die bleibt dann hier über Nacht. Also alles ist schon geplant und ich freue mich richtig, ihn damit zu überraschen. Ich glaube nur, ich werde es ihm vorher sagen müssen, weil er ja packen muss. Und Henrik mag eigentlich so richtig spontane Überraschungen gar nicht so gerne. Deshalb, ich glaube, ich werde es ihm sagen. Wir fahren jetzt los, es ist der Tag der Tage, aber jemand ist, glaube ich, nervöser als ich. Ja, es ist ein bisschen lächerlich, aber ich habe den ganzen Tag schon so ein Gefühl und oh Gott, ich bin so nervös. Es kann doch nicht wahr sein, als würde ich geprüft werden. Ich sitze ja nur da rum. Ja, sagen wir mal, ne? Also ausgeglichen bin ich jetzt auch nicht, aber es ist voll in Ordnung eigentlich. Mein Herz rast dafür. Es ist total albern. Dabei dauert es noch ein paar Stunden.
Ja. Ich weiß gar nicht, was los ist. Also wie gesagt, nervös bin ich natürlich auch. Aber sagen wir, vor dem letzten Staatsexamen war es echt deutlich schlimmer als jetzt. Wir sind gerade eben im Hotel angekommen und es ist genauso schön wie in meiner Erinnerung. Hello, hello, ich bin da. Ja, wir sind irgendwie viel zu früh dran. Jetzt überlegen wir, was wir machen. Ach, ich gehe nochmal alles durch, glaube ich. Kannst du mir den Vortrag ja nochmal halten? Ja, kann ich mal. Wir waren gerade im Autohaus. Unser Auto hat morgen früh einen TÜV-Termin. Das hat sich ganz gut ergeben, weil wir dann das Auto jetzt schon abgeben konnten und müssen dann nicht morgen vor dem Frühstück oder so dahin. Ich brauche erstmal einen Beruhigungskaffee. Klingt paradox, funktioniert aber. Können wir ja machen. Wir haben ja was. Minibar ist aufs Haus. Ist sie? Ja, ich weiß. Ist ein tolles Hotel. Kann man nicht anders sagen. Ich nehme sonst nie was aus der Minibar, weil ich zu geizig bin. Ja, alles in der Minibar kostet immer zehnmal so viel. Ja. Also da ist ja auch Cola für 6 Euro. Prinzip involviert, ne? Das stimmt schon. Jeder hat 6 Euro. Aber willst du wirklich 6 Euro für eine Cola bezahlen? Nein. Nein. Du siehst sehr fancy aus. Dankeschön. Aber allerdings falschen Gürtel. Das wird niemandem auffallen. Die Disputation kann beginnen. Hier sind wir, vor diesem sehr freundlich aussehenden Gebäude. Aber wisst ihr, was lustig ist? Ich meinte so, lass uns mal auf die Steine setzen. Und wisst ihr, was auf dem Stein hier war? SpongeBob, der mir sagt, juhu, du hast bestanden. Du schaffst das! Ich nehme meinen Kescher und fange dir den Titel ein. Yeah. Du schaffst das schon, Hede. Ach Gott. Vielen Dank, SpongeBob. Da hinten werden schon die Sektkorken geknallt, weil jemand vor ihm geprüft wurde und sie hat eindeutig bestanden. Und SpongeBob und ich laufen jetzt hier rum. Und irgendwer hatte mir eine DM geschrieben von wegen, nimm Taschentücher mit. Das wird auf jeden Fall emotional, das war es bei meinem Freund nämlich auch. Und ich habe es völlig vergessen. Und mir kommen jetzt schon die Tränen. Ja, das stimmt. Ich kann es nur noch selber nicht so fassen. Das ist eine Eigenart von mir, dass ich jetzt erst wieder 2-3 Tage brauche, um das zu verarbeiten. Jetzt, kennt ihr das, wenn man dann nervös ist und Adrenalin abfällt? Irgendwie bin ich nur einfach gerade müde. Also, außerdem ist mir sehr warm geworden hier in meinem Outfit. So sehen sie aus. Failure was not an option. Nein. Ich bin sowas ein kaputt. Das ist unglaublich. Ich könnte jetzt auf der Stelle einschlafen. Einfach so. Nein, nein, nein. Wir haben heute noch Programm geplant. 5-Gänge-Menü und gleich kommt noch was zum Anstoßen außer Kirschschorle. Ja, ich weiß. Deshalb her mit dem Kaffee. Am Sonntag feiern wir richtig nach mit der Familie und laden dann Leute ein. Es ist halt alles durch Corona irgendwie blöd. Normalerweise kann man ja als Familie oder generell die Öffentlichkeit kann zuschauen bei sowas. Jetzt war es halt alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja. Es findet keine Doktorandenfeier dieses Jahr statt, keine offizielle. Wird dir per Post zugeschickt, die Urkunde, auf dem steht, du bist jetzt Dr. Med. Ja, dafür machen wir es uns so schön und feiern so und... Ja, das ist auch sehr, sehr schön und ich freue mich auch total. Mach die Kamera noch mal in der Stunde. Ich habe euch ja nochmal versprochen, ich melde mich, wenn mein Energielevel ein bisschen wieder gestiegen ist. Und es ist gestiegen und ich wollte nur sagen, ich freue mich so sehr. Das sind jetzt 7 Jahre Arbeit im Prinzip. Ich glaube, 1,5 Jahre habe ich Pause gemacht, zugegeben. Aber 7 Jahre Arbeit, die endlich zu einem Ergebnis, zu einem Abschluss gekommen sind. Also unabhängig davon, wie es jetzt gelaufen ist, was es war und so weiter und so fort. Allein die Tatsache, dass es jetzt vorbei ist, ist so ein... Ja, so eine Erleichterung. Das unfassbar Coole ist halt, das hat sich jetzt auch nochmal in der Verteidigung der Arbeit gezeigt,
dass das, was ich rausgefunden habe, tatsächlich eine gewisse klinische Relevanz hat. Also mit anderen Worten, die Patienten können jetzt leichter und besser diagnostiziert werden, wenn die Ergebnisse meiner Studie angewendet werden. Und man kann unnötigen Medikamentenverschreibungen vermeiden, weil man eben zwei verschiedene Erkrankungen jetzt besser definieren kann und unterscheiden. Also das ist schon sehr, sehr cool. Und das freut mich echt sehr, dass ich da was beigetragen habe. Wir machen uns gerade fertig. Jetzt steht nämlich unser 5-Gänge-Menü an. Gott sei Dank. Wir haben allerdings schon eine Flasche Champagner intus, also das ist auch wirklich notwendig. Ich habe nämlich heute nur gefrühstückt. Und sonst habe ich nichts runterbekommen. Ich habe mich jetzt am Ende gegen das Jackett entschieden. Es ist doch echt warm. Es ist, ich glaube, 28,5 Grad aktuell. Deshalb geht es jetzt mit Weste los. Aber das macht nichts, weil das ist die Erfolgskombi, weil in dem Outfit habe ich meinen Doktortitel geholt. Am nächsten Tag. Wir waren fleißig. Wir haben zwar viel zu viel getrunken gestern. Oh ja. Aber wir waren um 8:45 im Fitnessraum. Ja. Nur 15 Minuten später, als wir eigentlich geplant haben. Ja, und ich saß da lange auf diesem Fahrrad. Aber jetzt haben wir gerade Frühstück aufs Zimmer bekommen und waren duschen. Ja. Und ist das ein Festmahl. Das der, ist ein Traum. Ja. Wir haben sogar noch mehr, unten ist noch Porridge drin, so Haferbrei, da ist noch eine Obstplatte. Der nette Mann vom Roomservice meinte nur, good luck to you. Aber ich glaube, das schaffen wir alles, vor allem wir checken heute so spät aus. Passt uns echt richtig gut und dann können wir das Auto gleich abholen und vorher noch unsere Massagen genießen und ins Spa gehen. Ein bisschen vielleicht noch hier durch Düsseldorf laufen. Ja. Wow, 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 das ist meins. Ja, das ist eigentlich deins. Nom, nom, nom und frisch gepresster Orangensaft. Ah, toll. Guten Morgen. Es ist Sonntag, 9:30 und ich habe mich gerade fertig gemacht, denn wir bekommen heute Besuch. Es wird gebruncht. Wir wollten ja nochmal mit der Familie so ein bisschen nachfeiern. Henrik und ich haben höchstwahrscheinlich heute noch einen sehr spannenden Termin, aber dazu gibt es dann irgendwann mehr, wenn was daraus wird. Mal gucken. Ich habe mein Kleid an, das ich bei TK Maxx gefunden habe. Ich kann es euch leider nicht raussuchen. Die haben ja, glaube ich, keinen Online-Shop. Aber so viele Leute haben mich schon auf Insta danach gefragt. Ich werde euch ein ganz, ganz ähnliches verlinken. Ja, das ist echt super schön. Ich habe das für gerade mal 15 Euro gefunden. Also das war echt sehr, sehr gut reduziert. Lena war schon Brötchen holen. Ja, ich war beim lokalen Dorfbäcker, den es schon seit 1800 irgendwas gibt, angeblich. 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 Und es gibt ganz viel gemischte Brötchen. Nee, aber jetzt ohne Spaß. Lecker. Guckt euch mal dieses Croissant an. Ja, hässlich wie die Nacht, aber... Ja, das ist voll schön. Ja, hier, es ist doch aufgegangen und so. Also das beweist, der macht das alles frisch selber per Hand. Das finde ich ganz toll. Ich habe gestern auch schon ein bisschen was rausgelegt, damit es heute schneller geht. Ich mache hier drin Rührei gleich. Und hier sind ein bisschen Aufstriche und so. Ich wollte in die kleinen Schüsselchen so Sojajoghurt mit Granola und ein bisschen Obst machen. Und ich mache Kaffee, das wird so eine Art Americano, also Espresso mit heißem Wasser. Und ich mache das in der Maschine und dann kommt das in die Kanne, weil so viele Leute wollen dann immer Kaffee und dann habe ich keine Chance, da das rechtzeitig alles zu machen. Dann stehe ich nur in der Maschine deshalb. Deshalb war ich für den Vollautomaten. Ja, der macht auch nur zwei auf einmal. Aber du musst wenigstens noch einen Knopf drücken. Das schmeckt nicht so gut. Wolltest du nicht das weiße Hemd anziehen? Du wolltest, dass ich das weiße Hemd anziehe. Jetzt habe ich doch schon eine Idee, wofür ich von Mutella Mio diese kleinen Dipschälchen bräuchte. Also willst du auch die kleinen Dipschälchen kaufen, ja? Ja,
Ich habe den Joghurt gerade fertig gemacht. Also wir haben Erdbeeren, Schoko-Crunchy, Soja-Joghurt, Ahornsirup, ein bisschen Nüsse, Leinsamen, Chiasamen und getrocknete Cranberries. Das schmeckt wirklich super lecker. Der Tisch ist jetzt auch schon fast komplett fertig und auch fast komplett voll. Also so viel mehr geht nicht drauf. Aber wenn ich das so sehe, ich krieg so einen Hunger gerade. Besonders die Käseplatte gefällt mir. Einen von denen hätte ich auch gerne. Ich hoffe sehr, dass es sich für dich lohnt, Mr. Fridolin. Hier in den Blumenkübel zu kacken. Ja, mit dir rede ich. Ist du Durchfall oder was dauert das so lange? Nee, er puppt richtig mit seinem Schwanz, ekelhaft. So, jetzt gucken, was er da geleistet hat. Einmal ein bisschen scharren. Ah, alles daneben, ekelhaft. Mensch. Du Ekelkind, nicht dran riechen. Ach, jetzt ist er reingetreten. Oh, nö. Nächster Tag. Besuch ist weg. Es war super, super schön. Es hat so viel Spaß gemacht. Wir haben uns so gut unterhalten und irgendwie ist die Zeit total verflogen. Es hat auch richtig gut getan, einfach mal so ein bisschen zu entspannen, abzuschalten und so weiter. Und ich wollte noch eine Sache kurz erzählen hier im Vlog, und zwar folgendes. Viele fragen mich immer mal wieder, ob ich denn jetzt vorhabe, nochmal eine Stelle im Krankenhaus zu starten, beziehungsweise ob und wo und wie ich ärztlich tätig bin. Und aktuell bin ich nicht praktizierend ärztlich tätig im klassischen schulmedizinischen Sinne. Ich denke, ein paar von euch werden sich ja noch daran erinnern, dass ich Anfang des Jahres eine Stelle im Krankenhaus angefangen habe, die dann leider etwas unschön beendet wurde, weil mein Arbeitgeber leider nicht zufrieden damit war, dass ich auch in der Öffentlichkeit stehe. Ja, ich persönlich habe im Prinzip zwei Probleme. Ich habe das kurz in der Story auch angesprochen. Es gibt so einen Rettungsschirm, so einen finanziellen für Ärzte, die durch Corona in die Notlage geraten sind. Niedergelassene haben nämlich keine Fälle mehr gehabt und dadurch wohl so massiv weniger verdient, dass sie wirklich in richtig schlimme finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Und das fand ich halt so paradox, wie das überhaupt sein kann. Aber es ist halt, weil der Arzt kann nur gewisse Dinge abrechnen und das auch nur eine gewisse Anzahl im Jahr und dann ist es leider vorbei. Und alles andere, also wenn der Patient öfter kommt mit derselben Sache, dann muss er den leider entweder ganz schnell durchwinken, wie das halt oft passiert und dann leidet die Qualität, oder er macht es halt umsonst. Und dadurch, dass jetzt so viele Leute Angst hatten, sich während Corona beim Arzt anzustecken, sind halt viel weniger gekommen. Und da habe ich mir gedacht, wie kann das sein, dass das Gesundheitssystem so wirtschaftlich abhängig ist? Das ist doch eigentlich eine verkehrte Welt, wenn man so will. Und das ist ja nicht nur ein Problem für die Ärzte, sondern eben dann leidet auch die Behandlungsqualität der Patienten. Und irgendwie ist das so gar nicht das, wofür ich stehen möchte. Und das führt ja auch dazu, dass unter anderem Angestellte im Gesundheitssystem so, ja, man kann schon sagen, ausgebeutet werden, weil da muss dann halt eben an jeder Ecke gespart werden. Und die zweite Sache schließt sich da an. Also, was möchte man denn behandeln? Wie sieht man den Arztberuf? Ich sehe das, das fand ich auch so paradox, es sind weniger Patienten zum Arzt gegangen, ja? Und deshalb ging es dem Arzt wirtschaftlich schlecht. Bedeutet also, je mehr Patienten gesund sind, in Anführungsstrichen, also je weniger Kranke es gibt, desto schlechter geht es dem Arzt. Sollte es dem Arzt nicht besonders gut gehen oder sollte es nicht das Ziel des Arztes sein, dass er Gesundheit unter die Menschen bringt? Und je mehr Menschen gesund sind, desto besser ist es für alle Beteiligten. Aber so ist es ja nicht. Im Prinzip ist genau das Gegenteil der Fall. Und sollte der Arzt nicht eher Gesundheit schaffen, statt Krankheit von Krankheit zu profitieren? Sollte er nicht von Gesundheit profitieren? Und wie möchte man eigentlich behandeln? Möchte man eine bereits bestehende Krankheit haben und mit Medikamenten behandeln, die Nebenwirkungen machen, wo man wieder neue Medikamente verschreibt? Ich finde halt, du hast selber so viel in der Hand, zu sagen, ich ernähre mich so, ich mache Sport, dies und das, und dann entstehen die Krankheiten erst gar nicht. Du erhältst deine Gesundheit. Ist der präventive Ansatz nicht auch wirtschaftlich viel sinnvoller? Müsste ja auch jeder Krankenkasse eigentlich gefallen. Ich meine jetzt nicht Notfallmedizin, um Gottes Willen. Na, alles, was mit Unfällen zu tun hat, das kann man nicht vorhersehen. Das muss man akut behandeln, auch in der Nacht und so. Ist gar nicht mein Thema. Aber ja, warum ist das am häufigsten verschriebene Medikament ein Mittel, das Blutfettwerte senkt?
Das kann man doch über die Ernährung einstellen. Warum ist das das am häufigsten verschriebene Medikament der Welt, also der westlichen Welt? Das ist ja für mich etwas, was sehr, sehr falsch läuft. Und ich würde mir sehr wünschen, und das ist auch etwas, was ich mir in Zukunft sehr gut vorstellen kann, so einen ganzheitlicheren Ansatz zu fahren, also einen präventiven Ansatz, zu sagen, hey, ich mache eine Praxis auf, eine private Praxis, wo Leute hinkommen können, die sich für ihre Gesundheit interessieren, für den Erhalt ihrer Gesundheit, und man checkt die durch und man geht Dinge durch und hilft wirklich zum Beispiel bei dem Abgewöhnen vom Rauchen und begleitet die Leute dauerhaft und stellt die Ernährung um und baut Sportpläne auf und all sowas und begleitet die Leute wirklich über einen langen Zeitraum. Das stelle ich mir richtig cool vor. Es ist halt sehr schwer. Jeder, der im Gesundheitssystem arbeitet oder es mal getan hat, der wird wissen, dass die Realität halt echt ganz, ganz anders aussieht. Der Doktortitel ist ja auch ein akademischer Titel und hat mit Forschung zu tun. Und das ist auch hochinteressant, weil mit Forschung kann man ja auch viel erreichen und viel ändern. Ich habe da irgendwie eine andere Vorstellung. Ich verfolge einen anderen Ansatz. Aber ja, nur weil so viele gefragt hatten, wie es jetzt aussieht und wie es weitergeht, gerade auch bezüglich Doktortitel und so, wollte ich nur noch mal kurz erwähnt haben, was da so meine Gedanken zu sind. Ja, sagt mir mal gerne, was ist eure Meinung, wie seht ihr das? Das würde mich sehr interessieren, schreibt das mal in die Kommentare. Was habt ihr da so erlebt, was sind eure Erfahrungen, was hättet ihr gerne anders und so. Es ist auch immer schön, mal die andere Sichtweise zu sehen, also die Patientensicht sozusagen. Deshalb, ja, schreibt gerne mal alles rein, was ihr da so habt.